Let's Dance Regina und Sergio Luca verraten Babygeschlecht. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Bereits seit mehreren Jahren tanzen Regina Luca, 34, und Sergio Luca, 40, als Profitänzer bei Let's Dance. In der vergangenen Staffel fehlten die beiden jedoch auf dem Parkett. Und das aus gutem Grund, denn im März verkündete das Paar in einer Live-Show, dass es Nachwuchs erwartet. Zusammen mit ihrem kleinen Sohn verkünden Regina und Sergio jetzt, welches Geschlecht ihr Baby hat. Auf Instagram teilen die TV-Stars ein entzückendes Video, auf dem ihr Sohn einen Luftballon mit einer Nadel zersticht. Kurze Zeit später regnet es blaues Konfetti. Regina und Sergio werden damit stolze Eltern eines weiteren Sohnes. Unter dem Clip schreibt die Schwangere: Ein Leben ist voller Wunder und du bist eines davon. Im März hatten die beiden Let's Dance Stars ihre Schwangerschaft vor laufender Kamera verkündet. Denn als die Moderatoren sie kurz vor der Verkündung des Ergebnisses zum Interview nach unten holen, offenbart Regina kurzerhand ihr süßes Geheimnis. Unsere Let's Dance Familie wird größer. Wir erwarten den zweiten Nachwuchs. Der Ex-Bachelor Dominik Stuckmann verteidigt Dating-Shows. Er ist noch immer überzeugt. Der Influencer Dominik Stuckmann, 31, verteilte im Jahr 2022 als der Bachelor die Rosen. Am Ende der Staffel entschied er sich für Anna Rosso, 34, mit der er bis heute glücklich liiert ist. Auch wenn Dating-Shows oftmals als Fake abgestempelt werden, so stellt der gebürtige Frankfurter nun klar. Dominik glaubt noch immer an das Konzept der Liebessuche im TV. In einer Ausgabe der ZDF-Sendung 13 Fragen ist der TV-Star zu Gast, um über Kuppelformate zu diskutieren. Den Vorwurf, dass dort niemand wirklich nach der wahren Liebe suchen würde, wolle er so nicht stehen lassen. Ich denke, dass ich und meine Freundin der lebende Beweis dafür sind, dass Dating-Shows nicht nur Fake sind. Denn wir haben uns wirklich gefunden. Für ihn sei es damals tatsächlich vor laufenden Kameras zu einer besonderen Begegnung gekommen. Da finden echte Emotionen statt, ich habe mich in dieser Show verliebt. Erst vor wenigen Wochen gestand der TV-Darsteller, dass er sich während seiner Staffel nicht sofort für Anna entschieden hatte. Ich habe mich emotional so ein bisschen geschützt vor dem Ganzen und habe mir immer wieder eingeredet: Du musst auch andere Frauen kennenlernen. Letztendlich würde er sich aber immer wieder für seine heutige Partnerin entscheiden.